scheint alles zu laufen. Sorry für die Verspätung. Ich bin ein ganz kleines bisschen auf der Couch eingenickt und naja, wie das halt so ist. Dann ist plötzlich ein bisschen mehr Zeit vorbei, als man eigentlich gedacht hatte. Okay. Ich habe momentan den Chat nicht perfekt im Auge. Also wenn ihr Fragen habt, die ihr stellt, hoffe ich, es stört euch nicht, wenn es ein bisschen dauert, bis ich die beantworte. Unhöflich. Bewirft andere Leute doch nicht mit Innereien. Sie müssen einen Aufzug finden, der Sie ins obere Stockwerk des Verwaltungsgebäudes bringt. Alle anderen Wege sind blockiert. Bin offensichtlich noch nicht ganz wach. Das ist creepy. Ich meine nicht, dass das in dem Spiel was ungewöhnlich ist.
Okay, hier habe ich mich auch gerade nicht mit Ruhm bekleckert, würde ich mal sagen. Ich mag die neue Milch nicht, die sie in der Cafeteria servieren. Sie ist orange und sie leuchtet. Ich fühle mich so alt, wenn ich sie trinke, und Plätzchen werden zu Staub, wenn ich sie eintauche. Verstehe ich. Die Milch würde ich auch nicht trinken wollen. Habe ich absolutes Verständnis für. So, ich suche, glaube ich, nach einem Aufzug, habe ich eben gehört. Sie müssen mit dem Aufzug ins obere Stockwerk. Muss ich? Ich fange an zu vergessen, es ist schon zu lang. Rechnung: 4 Bunsenbrenner, ein Antischwerkraft-Testobjekt, 3 Schreibmaschinen, 50 Packungen Plätzchen, 340 Liter mit E99 versetzter Milch. Warum erwarte ich, dass hier mehr ist? Ich wage mal zu bezweifeln, dass ich dem einfach so ins Gesicht schießen kann und das erledigt ist.
glaube, der ist nicht glücklich darüber, dass er mich nicht fressen darf. Ich meine, hier geht's weiter, das ist klar, aber das Spiel hat in letzter Zeit schon so viele Geheimnisse offenbart. Ach, wie schön, eine neue Zeitverschiebung. Jetzt sollten Sie den Hof sehen, den Sie überqueren müssen. Okay, russisches Penthouse-Magazin offensichtlich. An Oberst Ivanov, Waffenabteilung von Dr. Gluschkow. Oberst Ivanov, ich glaube, glauben Sie mir, dass ich Dr. Korkin äußerst schätze, aber letztlich wurde sein Verhalten abwegig. Er murmelte vor sich hin. Er ist so extrem gereizt und nervös, dass es schon an Paranoia grenzt. Ich glaube, er hat einen Nervenzusammenbruch. Würden Sie sich mit Dr. Korkin treffen, vielleicht können Sie ihn überzeugen, eine Pause einzulegen und professionelle Hilfe aufzusuchen. Ich glaube, professionelle Hilfe hilft hier auch nicht mehr. Unserer Bewaffnung eigentlich ganz zufrieden.
wenigstens habe ich das Gefühl, die schießen nicht so direkt auf mich. Wir haben den Amerikaner immer noch nicht gefunden, aber er muss noch auf der Insel sein. Meine Männer werden weitersuchen. Vielleicht weiß Dr. Barisov mehr, als er sagt. Dr. Demichev. Februar 1953. Ich wünschte, Dr. Demichev würde mich nach Hause gehen lassen. Ich fühle mich heute nicht sehr wohl. Wo ist mein Eimer? Ja, ich glaube, das hier ist eine Arbeitsumgebung. Er hat mit allem angehört. Hier ist sein Eimer. Ich habe das Gefühl, wir werden uns mit diesem jungen, kleinen Dingen noch ein bisschen auseinandersetzen können. Ich habe neue Pläne gezeichnet für eine Kammer, um das ZMG zu sichern. Der Bau wird ein großes Unterfangen, es wird schwer sein, ihn geheim zu halten. Hab ich mich da nicht gefragt, wie er das so angestellt hat? Sieht ja sehr vertrauenerweckend aus. Ich finde das schade, wenn solche Sachen dann nicht zu erkennen sind, aber ich habe gerade entdeckt, dass Dr. Demichev im Geheimen mit menschlichen Experimenten weitergemacht hat, obwohl sie ausgesetzt werden sollten. Ich muss das Dr. Barisov sagen.
Ja, der Mann scheint eindeutig nicht so der Netteste zu sein. Eieiei. Mir 12:40. Wie ich gehört habe, verbringt Dr. Barisow viel Zeit dort unten. Woran forscht er? Behalten Sie ihn im Auge. Berichten Sie über etwaiges verdächtiges Verhalten. Dr. Demitschew. Okay, was kriegen wir jetzt für ein Filmchen? Meine Teleportationsexperimente verlaufen wie geplant. Der erste Schritt ist geschafft und ich habe herausgefunden, wie man ein Objekt so verändert, dass es außer Phase mit unserer Zeit ist. Leider ist es ein größeres Problem, das Objekt zu finden, nachdem es verschoben wurde. Aber ich habe das Chronolicht gebaut, um dieses Problem zu beheben. In diesem Test wird ein Objekt in eine andere Dimension verschoben und dadurch unsichtbar. Mit Hilfe des Chronolichts ist das Objekt jetzt zu sehen. Es kann verschobene Objekte auch in unsere Zeit zurückholen. Das Chronolicht ist ein wichtiger Schritt. Sobald es verkleinert ist, wird meine Teleportationsforschung davon unglaublich profitieren. Ein Hoch auf die Taten von Lenin und Stalin. Na.
falsche! Право, все чисто. Это Альфа, докладываем. Эта область чиста. So, jetzt bin ich mit allem fertig, jetzt kommt die Action-Musik, ja? Schon beeindruckend aus das Ganze. An Oberst Ivanov, Waffenabteilung von Unteroffizier Tschaktok. Oberst Ivanov, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass Dr. Korkin, der Leiter der Teleportationsforschungsteams, gestern Nacht ermordet in seinem Apartment aufgefunden wurde. Ich frage mich nur, wie der Angreifer in den Raum gelangen konnte. Teleportationsexperiment. Ich glaube, da braucht man sich nicht so viele Fragen zu stellen. Die Antwort liegt ja schon irgendwie... so ein bisschen auf der Hand, würde ich jetzt mal behaupten. Da bin ich auch soweit bestückt, würde ich sagen. Das Ganze stinkt schwer nach einem Bosskampf. Mir das hier so ansehe. Vertrauen Sie Barosov nicht.
Ah, okay, ich sehe. Ich sehe schon. Also irgendjemand versucht uns Nachrichten zu hinterlassen und dieser jemand weiß, dass wir die einzigen sind, die in der Lage sind, diese Nachrichten zu lesen. Ah. Oh, du hast dir eine Panzerung gebastelt. Schmerzhaft aus. Sah noch schmerzhafter aus. Hatten wir das nicht schon? Ja, keine Hektik, junge Frau.
geschlossen. Natürlich. Halten Sie sie eine Weile. Verdammt! Gleich habe ich es. Es ist offen. Los jetzt, Ranko. Ja, offen. Zaun zu erneuern. Das müsste uns Zeit verschaffen. Müsste gleich da sein. Endlich! Kommen Sie, Ranko! Gehen wir zum Turm! Hier lang, Ranko! Das war nicht schlecht da unten, Ranko. Einen Tag gealtert. Bemerkenswert. Sie haben zweifelsohne bemerkt, dass die Zeitachse verändert wurde. Russland hat die Weltherrschaft und Demitschew ist Kanzler. Hier, ich zeige Ihnen, was aus der Welt geworden ist, nachdem Sie Demitschew aus dem Feuer gerettet haben.
Von dem Moment an, an dem ich das ZMG erfand, wollte Demitschew es haben. Er verlangte, dass ich es ihm für seine Forschungen übergebe. Als ich mich weigerte, ließ er mich und alle anderen, die nicht kooperierten, als Verräter abstempeln. Ohne sie wäre ich wie alle anderen getötet worden. Demitschew war besessen von der Macht und den Möglichkeiten der Singularität. Aber ein paar Monate nachdem sie entstand, gab es einen schrecklichen Unfall. Die Singularität explodierte und Tausende starben augenblicklich. Doch die hatten Glück. Die Überlebenden erlitten Schicksale weitaus schlimmer als der Tod. Die E99-Strahlung mutierte alles, was auf der Insel lebte. Auch die Menschen. Die Insel wurde unter Quarantäne gestellt und aufgegeben. Aber erst als E99 in Massenproduktion gegangen war und überall, von der Mikrowelle über Autos bis hin zu Waffen, weit wirkungsvoller als Amerikas Atombombe, eingebaut wurde. Auf dem Rücken dieses Erfolgs konnte Demitschew schnell in der Partei aufsteigen, ständig predigend, dass Russland einen technologischen Vorteil hätte und diesen schnell und gnadenlos nutzen müsste. Und Präsident Chruschtschow war einverstanden. Russland startete einen Präventivschlag gegen die Vereinigten Staaten. Die gesamte Ostküste wurde durch eine einzige E-99-Bombe vernichtet. Gleichzeitig wurden Angriffe in ganz Europa gestartet. Deutschland, Frankreich, England. Keiner konnte den E-99-Waffen der Truppen der UdSSR etwas entgegensetzen. Innerhalb von 6 Monaten stand die ganze Welt unter Chruschtschows Kontrolle. Aber nicht für lange. Demitschew nutzte die wachsende Zahl seiner Unterstützer, um Chruschtschow zu entmachten und sich selbst zum Kanzler auf Lebenszeit zu ernennen. Sie sehen also, die Zeitachse hat sich verändert. Zerstören Sie die Singularität in der Vergangenheit, korrigiert sich die Geschichte selbst. Ich frage mich, woher dieser Mann aus der Zukunft kommt. Wie kann das überhaupt sein? Wann kommt er zurück? Ich muss tun, was ich kann, damit er bereit ist, wenn er ankommt. Ich bin wieder an meinen alten Forschungen. Ein bisschen viel getrunken, ne? Ich komme gerade zurück von den Forschungsinstallationen. Ich habe Monitore installiert und Ampullen mit raffiniertem E99 versteckt. War ein langer Tag, habe eben eine Zecke gefangen. Es wird Zeit zum Essen. Hat sich hier ganz nett eingerichtet, der Professor. Okay, kann ich also nichts machen. Ich musste meinen Turm nach dem Vorfall verriegeln. Die Leute sammeln sich vor dem unteren Aufzug und ihre Gesichter sehen nicht gerade freundlich aus. Ich habe ein Netzwerk aus Kühltunneln gefunden, die Inselanlagen miteinander verbindet. Diese Tunnel verbinden die Höhlen, in denen ursprünglich E99 Erz entdeckt wurde. Ich denke mal, wir kommen an dem Verbesserer gleich nochmal vorbei. Wer weiß, was wir dann alles noch kriegen.
Dieser Bär hat meiner Tochter gehört. Sie ist nicht mit auf Katorga gekommen, sie blieb bei ihrer Mutter auf dem Festland. Mittlerweile ist sie erwachsen, ich frage mich, ob ich sie jemals sehen werde. Falls ja, bringe ich ihr den Bären. Vorerst hilft er mir aber bei meinen Experimenten, er ist ein guter Zuhörer. Ich bin jetzt hier also im Turm und die Rationen gehen zur Neige. Ab und an kommt eine einzelne Phasenzecke von unten hoch, vermutlich auf Nistplatzsuche. Man muss sie in Wasser kochen. Dazu ein kleiner Löffel meines hausgemachten Antistrahlungsmittels aus Knoblauch, Oregano und ein Kraut, das nur hier auf Katorga wächst und die Strahlung abklingen lässt. Schmeckt nicht mal schlecht. In Vorbereitung auf den Mann aus der Zukunft habe ich spezielle Stationen überall auf der Insel eingerichtet, um ihm zu helfen, den Mitchef zu besiegen. Hoffentlich kann er sie gebrauchen. Muss er zugeben, er war fleißig. Nur wohin hat er sich verkrümelt? Da ist man einmal nicht aufmerksam. Hier ist er nicht. Okay. Erste-Hilfe-Päckchen heilen schneller. Dann bin ich doch eher auf der Seite der höheren Lebensenergie, würde ich mal sagen. Keine Musik im Fahrstuhl ist ja furchtbar. Der Mann lebt hier unter primitivsten Bedingungen. Blockierer. Drücken Sie E, um einen Blockierer zu erstellen und halten Sie Maus 1 zum Abfeuern. Ein Blockierer erstellt eine Sphäre aus Chronoenergie, die die Zeit verlangsamt. Um zum Beispiel durch sowas durchzukommen.
Okay, das sieht nicht so aus, als ob ich da auf direktem Wege hinkäme. Komm, nicht rumstehen. Die Dinger heißen wahrscheinlich nicht umsonst Zecken. Gehören auch definitiv zu meinen absolut unliebsten Gegnern, diese Zecken, würde ich jetzt mal behaupten. Die werden uns wahrscheinlich auch noch ganz doll Freude bereiten.
Das Vieh. Na, immerhin. Die Zecken scheinen das Vieh auch nicht zu mögen. Naja, ich weiß ja, was auf mich zukommt. Hat sie abgelenkt und ich bin hierher gekommen. Das war ziemlich knapp. Kommen Sie her. Wir müssen etwas besprechen.
Gut, das ist ja nicht so, als ob ich einen anderen Weg nehmen könnte. Würde ich jetzt mal behaupten, das hat nicht funktioniert. Dr. Corkin hat eben einen meiner Junior-Techniker angefeuert, der ihm bei seinen Experimenten im Waffenlabor helfen soll. Ich habe ihn Gregory Nikolsky geschickt. Er ist ein sehr energischer junger Mann. Corkin sagt, er braucht Gregory nicht länger als 2 oder 3 Tage. Das ist gut, denn wir stehen kurz vor der Beendigung der Brückenkonstruktion. Ich habe das Gefühl, er hat ihn nicht wiederbekommen. Jetzt nur so eine Theorie. Hier drüben, wir müssen reden. Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Demichevs Schlinge zieht sich zusammen. Bald könnte er sie haben. Nehmen Sie die Bahn. Sie führt zu den Docks. Wenn Sie dort sind, bergen Sie die E-99-Bombe. Damit können wir die Zeitachse korrigieren. Captain,
Der Weg ist blockiert. Wenn Sie die Leiter nach unten nehmen, müssten Sie den Kran reparieren können. Dann gelangen Sie auf die andere Seite. Verdammt, der Damage-Chef weiß, dass Sie hier sind. Schnell, reparieren Sie den Kran, dann bringe ich Sie auf die andere Seite. Sie können den Kran über diese Leiter reparieren. Hör auf, mich zu nerven. Sieht nicht nur getriggert aus, fühlt sich auch sehr getriggert an. Thank you.
Captain! Mist, falsche Taste. Ich wollte gerade gar nicht aufstehen. Glücklicherweise haben wir das ZMG und können uns einfach zurückporten. Captain!
Die alten mehr Munition von Gegnern. Mhm. Zur Bahn zu kommen, als ich gedacht hätte. Dieser Bosskampf. Weil es sinnlos ist, Michael. Du setzt diese Menschen grundlos dem Risiko aus. Aber es ist zu gefährlich da draußen. Hör zu, die Kanalisation führt uns zum Bahnhof. Von dort aus können wir einen Zug zu den Jungs nehmen und fliehen. Nein, das ist Selbstmord. Nun gut, ich wünsche dir alles Gute, mein Freund. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Festland. Im Kreise deiner Familie, Genosse. Und zum zweiten Mal daneben geworfen.
Nee. Aber ich habe ja gesagt, ich bin nicht gut in Shooter-Spielen. Ich spiele sie nur manchmal gerne, wenn die Story gut ist. Ganz ruhig atmen. Versucht Piotr zu überreden, mit uns zu kommen, doch ohne Erfolg. Er kann sehr stur sein, wenn er eine Entscheidung getroffen hat. Meine Gruppe ist heute Morgen losgezogen, mit der Hälfte der Lebensmittel und der Munition. Bisher gab es keine Probleme,
Vielleicht haben wir Glück und schaffen es sicher zu den Docks. Michael! Michael! Komm schnell! Wie gesagt, ich habe früher die Schrotflinte viel zu selten verbessert, mit dem Ergebnis, dass ich mich dann immer geärgert habe. Warum habe ich nicht da drauf geschossen? Ach, da ist der Kopf. Okay. Dann ist ja nicht so schlimm. Ja, das mag sein, aber ich spiele vielleicht später weiter, weil ich muss mich jetzt noch um einige Sachen kümmern. Danke fürs mit dabei sein. Zum Zug kommen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin.